Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Die Sims 4 mit unserem lieben Marco, der ja daheim ist. Die liebe kleine, wir wollten ja jetzt gucken. Kevin liegt ja nämlich einfach nur so verdattert auf dem Boden rum. hier passt er ja nicht mehr rein. Da ist er ja rausgewachsen. Passt. Gut, das können wir verkaufen. Dann habe ich festgestellt, wir können ja endlich das hier verwenden. Also den Wickeltisch verwenden. Alle Anzeigen. Dann werde ich jetzt hier einfach mal das Pack anzeigen lassen. Zusammenwachsen. Und mal gucken, was wir da jetzt alles finden. Ich meine, wir haben hier ein neues Stockbett, so prinzipiell. Das ist ja eigentlich cool. Habe ich alles hergerichtet, okay. Was wir aber brauchen ist fürs Kleinkind Essensstand. Nein, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Was brauchen wir denn überhaupt? Feuerkanone. Okay, warte mal, wir gehen doch in die Abteilung. Kinder. Bett. So, und zwar wiege Babywonnen. Schalte dies durch Abschluss eines Babyparty-Ereignisse auf Gold-Level frei. Unterstützt Neugeborene. Energie und Stress gemildert. Muss ich jetzt schon... Ja, aber da steht unterstützt Kleinkinder und Säuglinge. Haha, hier nicht. Und die hatte ich gekauft, gell? Ein Schreibtisch, was ist das? Wechselmeister von Schnitt, Kinder und so. Was ist das? Ach so, so eine, weiß ich schon, so eine platzsparende Dinger. Kleinkinder und Säuglinge. Was ist denn da bitte der Unterschied? Kleinkinder und Säuglinge, okay. Ich hätte besser lesen sollen. Ja, das heißt, wir können jetzt hier einfach so ein... Ach genau, ich wollte es einfach selber machen können. So ein Kinderbett. Ich hoffe, das funktioniert auch. Okay, so. Lieber Freund der Gefühle, wir lassen das jetzt mal dreckig. Das Kind bleibt jetzt noch am Boden liegen. Wir werden jetzt hier anfertigen. Ein angefertigtes Kinderbett. Das können wir nämlich kostengünstig machen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir uns das nicht leisten könnten, aber wir wollen hier natürlich auch ein bisschen gucken. Wieso geht es dir jetzt einfach mal schlecht? Was geht mit dir ab? Du brauchst noch rausgehen, Josie. Wieso geht es dir auf einmal schlecht? Weil es ist ja in den letzten Folgen ist den Katzen die ganze Zeit immer nur schlecht gegangen. Schlecht, 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 schlecht. Wir haben schon wieder 5000 Katzen mehr hier im Haushalt, die hier gar nicht hingehören. Streunerin Lucy, oder? Lucky. Eine dreifärbige sogar. Streunerin Harley. Clio. Clio? Haben wir eine Clio? Ja, wir haben eine Clio. Streunerin Snacks. Okay. What the fuck? Ja, das sind eindeutig zu viele Katzen für mich. So, was ist mit dir? Ich bin ein Idiot. Sie lachen wahrscheinlich über mich, ich kann aber verstehen, warum sie das tun. Toll. wieder spät. Wieso bist du auf der Arbeit eigentlich immer so spät? Das verstehe ich nicht. So, dann gehst du jetzt mal ein bisschen fleißig arbeiten. Dass man hier schnell irgendwie vorwärts kommt. Du musst arbeiten bis 19 Uhr. Okay, das ist eine ganze Zeit lang noch. Bis dahin hast du normalerweise das Kinderbett eh fertig. In der Zwischenzeit könnte ich mal nach oben gucken. Ja, du liegst da. Oh, was haben wir denn hier? Und da. So, das ist die gute Frage. Wie stelle ich denn das alles um? Eigentlich brauche ich da gar nicht viel umstellen. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich muss zu dieser Sache. Also sehen wir uns ein anderes Mal. Ja, dann geh einfach. So. Den Kratzbaum. So, warte mal. Das können wir hier woanders hinsetzen. Den können wir da hinsetzen. Den können wir...
da hinsetzen. Das Ding, das können wir hier hinsetzen und dafür können wir das hier da hinsetzen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz gewonnen. Dann können wir den eventuell da hinsetzen und kommen dann nicht mehr aus der Tür raus. Okay, sehr schön. Ja, das ist halt so eine Sache hier bei deinem ganzen Quagelager. Wieso ist der Kratzbaum eigentlich so fett? Das kann ich aber hier hinsetzen und da hinsetzen, oder? Das sollte normal gehen, okay. So, dann haben wir das hier mal umgesetzt. Das Ding ist bald fertig, das ist schon mal gut. Hopp oder top? Katharina testet die Küche eines neuen hippen Restaurants, aber alles schmeckt nach Spülwasser. Ugh. Das Küchenpersonal scheint nicht genügend Acht zu geben. Verreist Katharina oder lobt die Küche? Was? Verreist Katharina oder lobt sie die Küche, um den guten Ruf nicht zu ruinieren? Ja, ich meine, was hat denn das hier verreißen? Leistungsverbesserung mittelgroß, okay. Katharina schreibt eine vernichtende Kritik, die heißer ist als was das lauwarme Essen im Restaurant. Die Community reagiert überwältigend gut. Alle sind froh, dass einmal jemand den Mumm hatte, die Wahrheit zu sagen. Oh, okay. Mal, wieso geht's denn hier so schlecht? Kleine Katze. Moin. Du musst doch nicht im Regen schlafen. Ganz und gar nicht musst du im Regen schlafen. So, dann gehen wir jetzt nach oben. Hier hingehen. Da muss ich jetzt erstmal das Bettchen stellen. Angefertigtes Kinderbett schwarz. Wieso ist das jetzt schwarz? Ich hoffe wirklich, dass der Kleine darin schlafen kann. So, wir lassen das erstmal da so sitzen. Kann ich da jetzt... Säugling. Bin ich jetzt komplett irre? Also irgendwas verpasse ich gerade, gell? Irgendwas mache ich gerade falsch. Oh. Kleinkind. Scheiße. Ich brauche ein Säuglingsbett. Wir haben es doch zu früh verkauft. Okay. Bett. Unterstützt Säuglinge. Okay, vielleicht sollte ich sowas kaufen. Gibt es in anderen Farben? Ja, das würde hier irgendwie zur Einrichtung passen. So, wenn wir die Katzen, einen Katzenkratzbaum, dann können wir da hinstellen. Dann können wir hier wieder die Bücher hinstellen. Dann müssen wir hier irgendwie, warte mal, den scheiß Eimer, den haben wir eh nie verwendet, den können wir weggeben. Wir haben hier ein bisschen ein Platzproblem. So. Das sollte jetzt normalerweise passen, oder? Verbessern, Kevin, ja. Oh je, okay. Der Kleine schreit. So, Babypflege, Schaumbad, Baden, Füttern. Ich habe keine Ahnung, Füttern noch Säugling sehen. Okay, was willst du denn jetzt? Halt, stopp, nein. Lass doch deine dämlichen Pflanzen in Ruhe. Sehe ich jetzt eigentlich schon? Der hat Hunger. Okay, Hunger hat er. Baden. Füttern. Mit Fläschchen füttern. So, was stand da jetzt noch? Füttern. Erste Bibel. Kevin kann sich noch nicht alleine hinsetzen. Dieser fordert den Meilenstein hinsetzen. Ah, okay. Genau, wir müssen ja noch ein bisschen was anderes mit einkaufen. Okay, so, wir müssen hier alles anzeigen. Es tut mir echt leid, dass ich hier so viel reinschaue, aber ich muss das hier jetzt erstmal ein bisschen erforsten, was wir hier eigentlich alles bekommen haben. So, und zwar
Köpfchenkumpen unterstützt Kleinkinder. Also unser Kind ist aber noch ein Säugling oder zählt noch zu den Säuglingen. Es hat doch geheißen, genau, dass wir hier so eine Matte, Spielematte. Okay, das Bett haben wir eindeutig zu früh gemacht. Das heißt, ich kann aber den Platz hier nutzen. Die Katze, die können wir hier hinsetzen. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz für das Baby. Was brauchen wir denn alles? Was ist das denn? Schlafsack. Windeleimer. Mega tolles Freundschaftsset. Okay. Geliebte Spielkiste, mein Erbe. Unterstützt Kinder, Kleinkinder und Säuglinge. Okay, eine Spielekiste brauchen wir aber auf alle Fälle. Den nehmen wir in Weiß. So, was haben wir dann noch? Spielekiste. Bett haben wir jetzt schon. Wickeltisch haben wir auch nach wie vor schon. Töpfchen, Kleinkinder. Schlafsessel. Töpfchen, Kapitänswerk, irgendwelche komischen Vorhänge, Display, das habe ich gemalt. Ja, dafür wird er noch zu klein sein, oder? Ein Wandtattoo, noch ein Wandtattoo, ein Mobile. Kann ich das hier hinhängen? Bist du deppert, das ist riesig. Boah, nee, das gefällt mir gar nicht. Das ist ja grausam. Kinderskulptur, Schiffbruch. Umgebung. Messlatte. Hoffnungsvolle Zukunft. Okay, nee, das dürfte es dann aber schon gewesen sein. Okay. Ja dann. So, dann fütterst du nämlich jetzt erstmal dein Kleines. Und dann Kevin hier absetzen. Oh, bitten gerne. Hinzulegen. Nein. Inventar platzieren. Marco kann seine Hand noch nicht nach etwas ausstrecken. Dazu ist in meiner Stadt der entsprechende Meilenstein. Alter, was brauche ich denn da jetzt alles für Meilensteine? Das gibt's doch nicht. So, dann werde ich Kevin hier einfach mal absetzen dann. Ach, ja. Oh. Okay. Nubu. Marotte. Spukfreudig. Scheiße. So, dann gehst du mal eben schnell aufs Klo. Die Hände wäscht dir zum Glück. Was? Okay, ist der Kleine jetzt so müde? Nein. Ach so, du gehst aufs Klo, okay. Jetzt ist der Kleine traurig, weil er Ruhezeit viel zu lange wach ist, okay. Ups. Von Marco ins Bett gebracht werden. Kevin ins Bett bringen. Okay, jetzt muss ich hier mal gucken. Nein, jetzt. Okay, Kevin bricht häufig, wenn er gefüttert wird. Säugling mit der Marotte spuckfreudig fehlt nichts. Ihr Verdauungssystem muss sich lediglich noch entwickeln. Alle Säuglinge sind unterschiedlich und besitzen eine Kombination aus drei Säuglingsmarotten, die mit der Zeit entdeckt werden können. Besuche den Abschnitt Merkmale des Simologie-Leiste, um mehr über die neue Marotte von Kevin herauszufinden. Okay. Kevin ist ein heranwachsender Säugling, der auf die Pflege durch Betreuungspersonen älterer Sims angewiesen ist. In der Lektion erfährst du mehr über die Säuglinge. Okay. Vorsichtig, spukfreudig. Kann ich da jetzt auch irgendwas machen? Freundlich. Gute Nacht, Kuss. Oh, gute Nachtgeschichte erzählen.
mal, warum schreist du denn? Zum ersten Mal gelächnet, Gurren lernen. Schau, du bist doch so müde. Ach, jetzt schläfst du schon, okay. Aufräumen. Nee, nicht aufräumen, nicht aufräumen. Nicht. Nein, 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 nein. Was machst du? Okay, abstellen, sehr schön. So, okay. Boah, jetzt bin ich... Jetzt muss ich kurz Stopp machen. Jetzt muss ich kurz in mich gehen. Was habe ich hier jetzt alles gemacht? Okay, so, dann gehst du jetzt erstmal hier nach unten und machst noch ein bisschen sauber. Bis zur Perfektion polieren. Du bist nach Hause gekommen. Du kannst hier eventuell deiner Arbeit nachgehen, indem du hier Kolumne schreibst. Genau, umwerfender Gestank. Ja, umwerfender Gestank. So, du machst das eh, du machst hier die Katzenklos noch sauber, bist du deppert. Dann muss ich auch mal andere Katzenklos holen, oder? Da schauen wir gleich nochmal. Katzenklo. Tierpflege. Genau, hier nehme ich abseits des Netzes funktionsfähig für die Katz. War nicht das eine, was ich da selbst reinige? Weil dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Freizeit. So, was haben wir denn da für Farben? So. So. Dann mache ich das aber gleich komplett weg. Passt. Und so passt. Okay. So. Dann hätten wir das mal gemacht. Dann brauchst du nämlich das gar nicht mehr reinigen. So. Und dann kannst du nämlich mal gucken, ob du hier irgendwie irgendeiner Arbeit nachgehen könntest. Was machen wir dann? Wir brauchen Level 10. Hier, Level 8. Pfui, Bettwanzen. Okay. Stelle ein Kinderbett im Fabrikator her. Anfertigen. Einzelbett, Kinderbett. Habe ich da echt das Schwarze ausgewählt vorher? Oh, nach Säugling sehen. Warum ist der schon wieder wach? Mei, der ist schon wieder wach. Aber die Mama ist doch... Mei. Mei. Weil sie die Musik einschaltet oder was ausschalten. Was bist du denn für eine Mutter? Gute Nachtkuss geben. In den Schlaf wiegen. Warum geht das nicht? Was machst du jetzt mit dem Absetzen? Nein, nicht absetzen. Du sollst doch... Ach Gott. Hachi! Oh. Die sind ja echt knuffig geworden. Trösten. Küssen. Alter, sie ist echt überfordert. Smalltalk mit Kevin reden. Aktivitäten. Zusammen Bauchzeit verbringen, Kuckuck spielen, Kinderbuch lesen, Kevin betrachten, im Arm bitten. So, ich hoffe, das geht dann irgendwie. Was haben wir denn hier geliebt? Oh, wegen Zuwendung erhalten. Oh. In die Haie gehen.
Eieiei, ich glaube, ich wäre genauso überfordert hier, wenn mein Kind die ganze Zeit schreit und ich weiß nicht wirklich warum. Errungenschaft, einen Sim 24 Stunden keinerlei soziale Interaktion durchführen lassen. Kann ich dich jetzt hier irgendwie gute Nachtgeschichte erzählen? Irgendwas machen? Den hier, den muss ich, glaube ich, nach unten packen. Weil das geht gar nicht, dass der Kleine dadurch aufgeweckt wird. Das ist mal so ein richtiger Scheißdreck. So, komische Bücher. Komische Katzen. Wieso habe ich eigentlich so viele von diesen... Okay, warte mal. Die können wir ja gerne da lassen. Passt das schon drauf? Nö. Passt das überhaupt drauf? Da hätten wir zweimal die gleiche Katze, gell? Das kann ich da generell nicht draufpacken. Wieso? Oh. Okay, dann lassen wir halt die komische Katze hier, das Ganze. Oh, oder die Bücher lassen wir aber weg. Kann ich das irgendwie schief hinstellen? Ja. So. Das gehen wir dann ins Inventar von irgendwem, keine Ahnung, von dir oder was. Immerhin hast du es so gefunden. Okay, der Kleine schläft wieder, sehr schön. Dann kannst du jetzt hier bei deiner Arbeit weitermachen. Und hoffentlich dein kleines Kind nicht mehr aufwecken, das wäre ganz nett. So, dann haben wir hier Schüssel füllen. Welcher Katze geht es nicht so super? Der kleinen Katze geht es nicht so super. Das heißt, wir kümmern uns jetzt hier ein bisschen um die kleine Katze und sagen hier streicheln. Und mit dem Laserpointer spielen. Genau. Dann haben wir hier Josie. Der geht's eigentlich jetzt nicht unbedingt schlecht, oder? Was macht Josie denn? Ja, geh doch einfach mal jagen, genau. Also ich hoffe, du rennst jetzt nicht wieder weg. Ah, bist du jetzt fertig mit deiner Arbeit? Wahrscheinlich nicht, gell? 50% erledigt. Guck dir dein Kind nur an. Aber wie wär's denn das? Hallo? Kannst du dich da hinsetzen? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht, hab Angst. Wurde von einem Eichhörnchen gebissen. Oh Gott. Wie geht das nochmal? bb.resetSim oder was? Das war ja hier irgendwie ein bisschen anders. ResetSim Katharina Paulus. So, kannst du jetzt das da bitte machen? Ja, geht doch. So, und dann machen wir den hier wieder weg. So, Josie, wo bist du? Ach, du bist schon wieder krank. So, wir haben das hergestellt. Eigentlich hätten wir das eh alles aufgefüllt. Was bist du für eine Katze? Streuner, okay. Katze, die geht sich gar so gut, gell? Aber ich kann jetzt nicht zum Tierarzt gehen. Das kann ich erst am nächsten Tag machen. So, okay. Du machst deine Fitness. Da haben wir alles gemacht. Oh, wir haben hier ein bisschen was zum Weiterentwickeln. Das finde ich super. Sonst eigentlich eh nichts, gell? Nee. Sonst haben wir hier nichts. Bis zur Perfektion polieren. Hattest du das nicht schon gemacht? Ein kleines Kätzchen. Was ist mit dem kleinen Kätzchen? Okay, sie hat dann Hunger und will dann bald schlafen. Der Kleine hat sich voll gemacht. So, was haben wir denn da jetzt eigentlich? Das muss ich jetzt in Ruhe ansehen. Meilensteine ansehen.
Erste Male, Feinmotorik, Grobmotorik, Leben, Sozial. Aha, okay, das ist jetzt nur die chronologische Reihenfolge. Was haben wir denn hier? Gurren lernen, soziale Interaktion mit Kevin helfen ihm dabei, die ersten Schritte der Kommunikation mit anderen zu erlernen. Okay. Feinmotorik, Arm ausstrecken lernen, das Verwenden von Spielzeug ansehen und mit Säuglingen spielen an der Spielmatte. Für Säuglinge kann dazu führen, dass Kevin ganz alleine nach den Dingen greift. Okay. Kopfheben. Mit Kevin Bauchzeit zu verbringen, wird eventuell dazu führen, dass er ganz alleine den Kopf heben kann. Oh. Okay, da muss man sich ja wirklich intensivst mit den Kindern beschäftigen. So, wie. Hä? Bist du damit das. Okay, du hast das abgeschlossen, sehr schön. Dann gehst du jetzt bitte einfach was essen. Reste nehmen. Achso, du hast ja noch dein Fitwerden-Dings da eigentlich zu machen, ne? Okay. Genau, ich wollte dazu dann nämlich eigentlich mal joggen gehen. Das könnte er eigentlich machen, ne? Joggen gehen. Keine Ahnung, mit wem er gerade. Mit der Eva. Es war. Be was? Es war. Beruhigte, deine Stimme zu hören. Okay, beruhigend. Das ist ein Übersetzungsfehler. Ich hoffe, wir können später wieder reden. Ja, jetzt lass doch mal. Wir können später eigentlich nicht telefonieren. Du gehst jetzt ein bisschen joggen. Du willst eigentlich auch joggen gehen. Oh. Oh. Dann gehst du nämlich auch kurz joggen. Wieso geht es dem kleinen Kätzchen immer so schlecht? So, du bist joggen. Du bist joggen. Energie geladen werden. Vogelschwarm erschrecken. Sehen wir hier jetzt. Oh, wir haben hier sogar ein freies Ding. Sehen wir hier jetzt eigentlich irgendwo einen Vogelschwarm? Genau, hier. Den kannst du mal erschrecken. Schwarm jagen, Schwarm erschrecken, weil dann hast du das endlich mal gemacht. So, du hast das auch etwas lesen. Okay, dann gehst du wieder heim. Genau, heimgehen. Was ist mit dir jetzt? Hallo? Dann jogg du mal hier hin. Oder dahin. Und du sagst hier Schwamm erschrecken. Und du gehst nach Hause. Wieso kannst du nicht nach Hause joggen, Alter? So, geh schlafen. Dann sehe ich mir das jetzt auch mal an, wie das ausschaut, wenn ihr hier einen Schwarm erschreckt. Toll. Ja gut, dann gehst du jetzt auch schlafen. Gut, dann würde ich mal sagen, ich werde hier einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dahin erstmal. Ciao, ciao.